Die habe ich schon. Behalt dein Buhl im Auge. Wo soll er hin? Wie ist denn da rausgekommen? Wie komme ich denn da jetzt hin? Ah. Hey, ich bin nicht im Dienst. Lass mich in Ruhe. Clark. Ich will jetzt nicht reden. Lass mich in Ruhe. Okay. Was hast du denn hier gemacht? Hey, was machst du hier draußen? Ich gehe in ein paar Minuten zurück. Du musst nicht warten. So, wo rennt er denn hin? Wo rennt er denn hin? Ist der nicht gerade hier hoch? Scheiße, wo ist der hin? Mist. Verloren. Der ist hier rein, ne? Ich glaube, er ist hier rein, wenn ich Glück habe. Ist das eigentlich was wert? Anlagen. Cool, hier war ich noch gar nicht. Was war? Sie bestimmt was bewegt. Sekundemalung. Muss die Karte finden. Oh, super. Was? Da haben wir einen Ritter. Mensch! Hancock, verpiss dich! Das Laufband endet hier. Seien Sie bitte vorsichtig. Na toll. Das Laufband endet hier. Seien Sie vorsichtig.
Ist ja mal ganz was Neues. Auf die habe ich gar nicht mehr geachtet. Ich wollte heute eigentlich nicht warten. Nicht. Ich wollte eigentlich auch gar nicht jetzt hier. Ich wollte eigentlich noch zu der anderen Polizeistation. Jetzt bin ich schon wieder hier irgendwo und pass auf, wo du hinschießt. Hier unten stehen eine Menge Nuklearmotoren. Die Frage ist, wo bin ich hier? Wo bin ich hier und und wo muss ich hin? Kriege ich diese scheiß Sicherheitskarte. Ich habe auch keinen Bock, jetzt hier die ganzen Ghule zu töten, Mann. Doch. Bleib doch einfach liegen. Was? Oh, einen tollen Boxhandschuh. Ich hoffe, ich laufe hier richtig. Also ich meine, dass ich jetzt hier wenigstens dann irgendwo da rauskomme, wo der Typ ist. Boah, was? Wo ist der? Ich kann kaum erkennen, wohin wir überhaupt gehen. Ja, ich auch nicht. Keine Ahnung, was ich jetzt schon wieder gefunden habe. Ich die Rechnung. Ich glaube. Jetzt wird man nicht frech hier, ne? Man muss ja nicht mitkommen. Hat dich ja niemand gezwungen. Die ganze Zeit am Labern, wie froh du bist, dass du mit mir mitkommst, weißt du? Und jetzt, weil du dich einmal nass machen musst hier. So, Buddy. Durch. What? Ich habe noch keinen Turm. Wenn Sie verdächtige Aktivitäten, bitte sofort. Jetzt kann ich das Ding nicht kaputt machen, naja, egal. Glühbirnen, immer gut. Technische Dokumente ist auch gut. Ja gut, hier haben wir alles, ne? So, ne, haben wir nicht.
Keine Ahnung. So. Und jetzt? Scheiße. Was denn jetzt? Jetzt geht's nicht weiter. Habe ich denn jetzt diese Karte, die ich brauche? Was soll das hier noch werden? Wir sind noch hier an der Gepäckabfertigung. An der Gepäckabfertigung, natürlich. Ach, guck mal, da geht's runter. Ich glaube, da muss ich gleich runter, wenn ich Glück habe. Aber auch nur, wenn ich Glück habe. Flugplan, ja, komm. Shopping. Gastronomie. Flugplan. Ist interessant. Freedom Trail, Jamaica Plain. Okay, das kennen wir alles. Shopping. Den kenne ich noch nicht. Kaufhaus Fallons, das kennen wir schon. Ich dachte, jetzt kommt vielleicht noch irgendwie. Shamrock waren wir auch schon. Na gut. Ein neuer Eintrag oder so. Wer denn her?
So, wir speichern nochmal. Guck mal, da ist er. Ja, genau. Bin ich schlecht, oder? Alles gut. Wartet. Ich hol euch noch mehr. Wer ist da? Komm raus. Anwärter? Was machst du hier unten? Und du hast mich direkt zu den Vorräten geführt. Verdammt! Ich dachte, ich wäre vorsichtig gewesen. Irgendwann musste es ja rauskommen. Das konnte ja nicht ewig so weitergehen. Was kann ich weitergehen? Diese Lebensmittel. Hast du die wilden Gule damit gefüttert? Ja. Und es hat funktioniert. Was meinst du mit, es hat funktioniert? Warum tust du das? Ist eine lange Geschichte. Ich hatte mal einen Freund, der ein Ghoul war. So menschlich wie du und ich. Aber die Bruderschaft. Für die Bruderschaft sind sie ausgeboten. Sie verdienen es zu sterben. Würdest du ihn töten? Nur für das, was er ist? War er ein wilder Ghoul? Welchen Unterschied macht das? Waren die nicht alle mal Menschen? Ich kam vor 2 Jahren zur Bruderschaft. Die ganze Zeit über habe ich nie unsere Überzeugungen angezweifelt oder in Frage gestellt. Aber bei der Schlacht und dem Flughafen kamen... Mach mal die Augen auf, ich habe auch einen Ghoul an meiner Seite. Ich weiß nicht mehr, wie viele ich getötet habe. Sie liefen weg, aber wir machten weiter. Ich tötete sie. Ich habe sie alle getötet. Was hast du erwartet? Du wusstest, wofür die Bruderschaft steht. Nein, eigentlich nicht. Nicht nach der Schlacht musste ich nachdenken. Ich fand diesen Ort und die Ghule. Was sollte ich tun? Es melden? Dann wären sie abgeschlachtet worden. Ich dachte, wenn ich ihnen zu essen bringe, bleiben sie vielleicht unten. Hätte es nicht noch mehr Tote gegeben. Glaubst du, ich habe das Richtige getan? Nö. Natürlich nicht. Du hast die Bruderschaft verraten, unser Leben aufs Spiel gesetzt. Die Bruderschaft irrt sich. Wenn wir alles töten, was wir fürchten, sind wir dann wirklich besser als die Ghule? Und was wirst du mit ihnen tun? Das sind Monster, Clark. Sie müssen vernichtet werden. Nein! Ich werde nicht zulassen, dass du sie tötest. Nicht noch einmal! Willst du wirklich dein Leben für sie riskieren? Das habe ich schon. Zu wem hältst du an, Werder? Zu den wilden Ghulen oder zur Bruderschaft? Das habe ich in den Ruinen gefunden. Das... ist Ritter Rylands Holomarke. Er hat mit mir im Terminal gearbeitet. Sie haben ihn getötet, oder? Und solange sie hier sind, werden noch mehr Ritter sterben. Dafür kann ich die Verantwortung nicht übernehmen. Und was ist mit mir? Ich muss das melden. Dann wird man dich holen. Vorher musst du verschwinden. Du solltest dich stellen. Das stimmt wohl. Der Captain wird es nicht verstehen, aber so ist es ehrenhaft. Vielleicht respektiert er das wenigstens. Ich brauche ein paar Minuten, um mich zu sammeln. Geh, der Aufzug ist im anderen Raum. Nimm meine Schlüsselkarte, ich komme gleich. Na, erstmal nehme ich hier, ob du alles so liegen hast. Man tut, was man tun muss. So sieht's aus. Schipper, 0 Treffer. Das ist schon mal doof. Warshipper natürlich.
bin drin. Nachschub für den Friedhof. So, der kann sich da unten an die Tür kommen. Ich schaue mich hier mal um. Ich glaube, da kommt kein Aufzug mehr. Aber hier. Okay, da ist ein Aufzug. Ich gehe nochmal eben da runter. Was kann ich? Ich kann nicht mehr tragen. Ach, jetzt geht das los. Na toll. Ich bin bis zum Bersten voll. Dann muss ich mal kurz was ablegen. Mach du mal. Ich will keinen Zwang an. Ich habe eine U-Bahn-Marke, mir tust du nichts. Darum habe ich den auf U-Bahn gestellt. Oh, hier gibt es sogar mehrere. Jetzt bin ich schon wieder zu schwer. Egal, jetzt gucke ich natürlich auch noch hier die letzten. Entschuldigung, Kumpel. Haben wir noch den letzten Ghoul erwischt. Ich weiß, dass ich nicht mehr rennen kann. Ich weiß. Aber das ist mir egal. So. Au, noch ein. Alter. Ist denn explodiert? So, dann holen wir uns noch hier irgendwo, muss ja noch ein Dings sein, genau da.
Okay, dann gucke ich mal. Inventar, kann ich jetzt Inventar, Hilfsmittel. Drei, 400. Ja. Klar, ist das in Hancock gefällt. Nach unten, nach oben. Untere Ebene. Ich dachte 3400. Was soll denn das? Wie, der wirkt nur 15 Sekunden. Wo muss ich denn hin? Schön. War das hier nicht richtig? Na toll. Ich dachte eigentlich, ich wäre hier richtig. Ah. Da! Alles klar! Chaka! Was macht er denn da? Wir gehen mal zurück. So, ich... Ritter? Selber. Achso, nee, ich muss mit jemandem völlig anderen reden. Und zwar muss ich reden mit, Captain Kelly. Kells. Dafür reisen wir mal eben zur Pridwin hoch. Mann. Ich möchte zum letzten Polizeirevier. Okay. Ich weiß, was ich mache. Ich werde gleich da mal an den Verkaufsstand gehen. Kollege! Sergeant Gavel hat sich gemeldet. Anwärter Clark hat alles gestanden. Ich glaube, dafür müssen wir dir danken. Clark wurde festgenommen und ich habe ein Patrouillenteam losgeschickt, um die Ruinen zu sichern. Besser hätte es nicht laufen können. Ich habe sie wir schon sicher einige Kronkorken für deine Dienste. Außerdem möchte ich dir eine Rüstung aus meiner persönlichen Sammlung geben. Trag sie mit Stolz, ja. Ritter. Ach, was denn jetzt hier? T60... Naja, ich dachte eine ganze Rüstung. Ach, komm, ey. Entschuldigung, Captain Kers. Du wandelst da auf einem sehr schmalen Grat, wenn du diesen Ghoul auf meine Brücke bringst. Die Pridwin läuft derzeit mit maximaler Effizienz. Wenn du bereit für einen weiteren Auftrag bist, warte ich auf dich. Ja, was denn? Erzähl. Ich helfe gern. Schön, das zu hören. Der Knappe kennt den Ort. Sie trifft dich am Boden. Ich hoffe, du zeigst dir, wie wir die Dinge erledigen. Aha. Wow. Maschine 3 macht Zick. Passe Drehmoment an. Was machst du? Reaktorschwankungen zu minimieren. Passe. Ich glaube, der ist hier ein bisschen unerwünscht. Der geht hier ganz mit erhobenen Händen. Achtung! Die morgige taktische Besprechung wurde verschoben. Der neue Termin wird Ihnen noch mitgeteilt. Proctor. Ah, Ritter. Hast du vielleicht... Ja, habe ich. Ich habe technische Dok... Und auch noch wunderbar erhalten. Ja. Hervorragende Arbeit. Danke. Hier sind die versprochenen Kronkorken. Denk dran, das kommt... 33 Stück, ich fasse dir nicht. Lancer Captain Kells ist einer jetzt, der besten Offiziere, unter denen ich je dienen durfte. Jetzt, da die Pridwin in der Stadt ist, hat das Institut keine Chance mehr.
Ich war früher ein Einsatzgelehrter. Ja. Dass mir eine Todeskralle den Oberschenkel wie einen Zweig zerbrochen hat. Ah. Ja. Wenn es tot aus, solltest du zur Sicherheit noch ein... Hier, Kollege. Was kann ich heute für dich tun? Zeig mal. Lass mal sehen. Bin mir sicher. 690. Ich nehme auf jeden Fall 308er. Nehmen wir immer gerne. Und dann fehlt mir... Ich glaube, davon habe ich überhaupt keine mehr. Eieieiei. 5 mm, wofür brauche ich die nochmal? Weiß ich gerade nicht. Brennstoff, Fusionskerne. Kommando Bro Style, das sieht. Das wollte ich gar nicht. Waffen. Eine Gatling Gun. Eine Gatling Gun. Die schießt mit Kern, darum nehme ich die nicht. Ich weiß. Eine Hochleistung. Nachtsicht, Dreierlauf. Ja. Diverses Bauerrüstungsgestell. Ja, da brauchen wir auch schon bald wieder eins. So, ich muss mal kurz schauen. Das kannst du behalten. So, ich verkaufe dir direkt mal den ganzen Schrott, den ich hier so habe. Das machen wir doch direkt mal hier. Zack. Guck mal, ich habe hier einen Fatman, den kannst du haben. Ich habe... 12 von denen, 3 davon. Ach, eine Impulsgranate schenke ich dir auch. Lasergewehr. Machete, was haben wir denn hier? Achso, das ist über. Springmesser. Die behalten wir natürlich. Das sind ja alles einzigartige Teile. Jo, schon finde. Zack, zack, zack. Jagdgewehr, 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 Sturmgewehr, Sturmgewehr, Sturmgewehr. Kurzläufige Pistole, hier eine kalibrierte und hier wieder so ein dickes Sturmgewehr mit Mündungsbremse kalibriert und mächtig, aber wir hatten ja Nachtsicht 308, Kampfscharfschütze, das hatten wir doch auch schon. Hab ich alles schon gefunden. Ja, ja, ja. Ein 50er. Irgendwas für 5 mm? Das ist. Ach, 5 mm ist die Minigun, ne? Wenn mich nicht alles täuscht. Eine schallgedämpfte, mächtige Kampfflinte, die Schrot benutzt. Weitreiche. Reichweite. Oh, ich bin auch so ein Woodley-Kasteniker, das ist unglaublich. So. Dann kriege ich dir von dem jetzt schon mal plus 1500. Das heißt, ich nehme hier gern nochmal Fusionskerne. Komm, gib mir einfach alle. So, Kanonenkugel. Was nehmen wir denn noch? Plasmakartuschen. Weiß ich nicht, wie viele Plasmakartuschen haben wir denn?
Munition. Was habe ich denn an Plasmakartuschen? Mhm. 300 irgendwas. Raketen haben wir. Kanonenkugeln haben wir nicht so viele. Gleisbolzen, das ist alles Schrott. Das Gleis, obwohl dieses Gleisgewehr soll ja gar nicht mal so schlecht sein, aber die Frage ist, brauche ich das? Brauche ich das wirklich? Hier, davon bräuchte ich mal ganz viele, aber die hat er leider nicht mehr. Könnte ich jetzt auch alle nehmen. Aber... Ja gut, komm. Meine Kleidung. Hier fangen wir an. Armee-Uniform. Weg, 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 weg. Weg, 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 weg. Weg, 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 weg. Alles weg hier. Zack. Plünderer. Reiterleder. Ganz viele harnische Rüstungen. Sackkapuze. Meine Güte, guck mal. Muss ich gar nicht alles mit nach Hause schleppen, kann ich direkt alles hier verramschen. Nett, ne? Kampfrüstung. Linker Arm. Rechter Arm. Rechter Arm. Linkes Bein. Ja. Ganz viele robuste Sachen. So, geht weiter. 5. Ja. Schon nicht schlecht. Schon eine ganze Menge, die wir dem jetzt hier verkauft haben. Alles klar, und ich bin wieder ein bisschen schlanker. Warte, was hier ist? Ach genau, ich kann dem noch aufbereitetes Wasser verticken. Was, wo habe ich den denn her? Kann ich ihm auch noch verticken? Brauche ich nicht. Eingelegtes Fleisch, das kann ich ihm natürlich auch verticken. Bitteschön. Hier gefunden. 'Fury', was ist das denn? Erhöht Nahkampfschaden. Uiuiui. So, was haben wir sonst noch? Sortieren. Nach Wert. Und jetzt gucken wir, was hier noch so am wertvollsten ist von dem ganzen, von den Hilfsmitteln. Die Steaks natürlich. Das war halt hier natürlich schön für mich. Ah ja.
Alles klar. Ist auch egal. So, annehmen. Handel bestätigen. Sehr gut. Was haben wir jetzt? 1800. Keine Ahnung, was ich jetzt noch alles so an mir habe.